Hallo Leute und herzlich willkommen zu Phasmophobia. Ich weiß schon wieder Phasmophobia, es kam ja gerade erst oder vor ein paar Tagen. Auf jeden Fall, ja, es hat mir einfach Spaß gemacht und ich will auch die neuen Geister bzw. auch das neue Haus hier nochmal ein bisschen erkunden, weil ich meine, das letzte Mal war ein bisschen, ja, kurz. Deswegen habe ich ja danach noch direkt nochmal eine Folge aufgenommen. Also nicht noch eine Folge, sondern einfach ein zweites Haus gemacht. Heute sind die Ziele. Ja, natürlich entdecken, um was für einen Geist es sich handelt. Jetzt haben wir keinen Bewegungssensor mehr. Kerz habe ich jetzt auch nicht, aber ich habe Räucherstäbchen gekauft. Räucherstäbchen, da ist eins. Sanity Pillen habe ich auch gekauft und eine stärkere Taschenlampe. Jetzt habe ich mir mal gedacht, das wäre vielleicht gar nicht mal so dumm, weil dann würden wir ein bisschen mehr sehen. Wie immer bringe ich jetzt erstmal wieder alles in die Küche und dann, ja, gucken wir mal, ob oder was wir finden. Also ich bin gerade komplett lost. So Leute, ich habe jetzt alles reingebracht und da hinten sehe ich auch schon Knochen. Das heißt, ich nehme den Fotoapparat und den EMF-Reader. Gut, den EMF-Reader ist jetzt nicht entscheidend für das, sondern halt der Fotoapparat. Aber mit dem EMF-Reader werden wir gleich wieder durchs Haus gehen und gucken, ob wir einen Ausschlag erkennen. Oh, hier unten ist schon die Tür offen. Okay, haben wir hier drin vielleicht einen Ausschlag? Nee, okay. Ja, aber dann, das heißt, wir müssen den Raum hier unten im Auge behalten. Warte, wir können auch noch kurz den Strom anmachen. Da brennt tatsächlich auch schon das Licht und so. Okay. Interessant. Oh lol. Die Tür direkt zugemacht. Okay, aber das heißt auf jeden Fall, dass er unten ist. Das heißt, ich würde sagen, warte, dann können wir das den Rest schon mal nach unten bringen hier. Legen wir einmal alles hier unten ab. Vermute, dass er in dem. Oh. Ich guck kurz. Ist hier drin. Oh, 3, 4. Okay, dann lege ich das Zeug mal hier ab und. Da kommt Scheiß drauf. Ich lasse die Taschenlampe auch hier. Okay, dann gehe ich jetzt mal hoch und hole den Rest, was ich noch hoch finde. Fingerabdrücke hat aber die Tür noch nicht. Okay, das ist schon mal nice to know. Oh lol, er hat direkt reingeschrieben. Okay, ja, wie ich wollte gerade sagen, ja, ich habe jetzt alles runtergebracht und er hat direkt reingeschrieben. Okay, Geisterbuch haben wir auf jeden Fall. Wahrscheinlich ist es auch noch EMF, das trage ich auch schon mal ein. Also ich vermute, dass EMF ist, weil ich meine, es war EMF Stufe 4. Okay, dann versuche ich jetzt nochmal mit ihm zu sprechen. Vielleicht gibt er mir ja Antwort. Hallo? Bist du hier? Okay, nee, ich glaube, er antwortet nicht, weil der EMF-Reader geht auch schon wieder ein bisschen los. Warte mal. Jetzt ist die Tür da hinten offen. Ich glaube, er switcht immer so ein bisschen. Er ist auf jeden Fall hier irgendwo. Oh, nee, ein Ouija-Board. Okay, dann müssen wir das auch wieder machen. Warte mal, dann lege ich den EMF-Reader mal hier hin. Was haben wir da noch genommen? Räucherstäb. Digga, das ist. Oh, Scheiße. Oh, mein Gott. Alter. Oh, mein Gott. Habe ich mich erschrocken, Digga. Alter, habe ich mich erschrocken. Huch, Digga. Okay, warte mal. Oh. Oh, ne, es ist kalt. Ah, ne, das ist das Räucherstäbchen. Ich gucke mal kurz, ob wir Fingerabdrücke vielleicht finden. Genau, also Fingerabdrücke habe ich wieder keine gefunden. Ich lege mal das Räucherstäbchen dorthin, zum Ouija-Board. Dann könnten wir ihn theoretisch direkt wieder verscheuchen. Dann hole ich noch kurz das Feuerzeug und dann, ja, reden wir mal mit ihm. Ah, ich meine, den Foto-Dings. Können wir ein Foto machen, falls wir ihn sehen. Dann, ich glaube, ich stelle mich aber so hin. Vielleicht erkennen wir diesmal, was er mir sagen will. Okay, wo bist du? Ich muss das Räucherstäbchen finden. Wie mache ich das an? Wie zünde ich das Räucherstäbchen an? Hilfe. Oh mein Gott. Alter, wie mache ich das Räucherstäbchen an? Hilfe. Wie mache ich das an? Hä? Digga, wie macht man ein scheiß Räucherstäbchen an? Oh lol, ich kann das Ouija-Board aufheben. Okay, also die Geister hatten auf jeden Fall jetzt immer länger. Also wie kann man denn das scheiß Räucherstäbchen auch
Oder habe ich das vorhin jetzt schon verbraucht? Ja, das war sehr komplett, Digga. EMF weiß ich wieder nicht, ob es 5 war. Okay, er hat auf jeden Fall geschrieben. Geschrieben, Alter. Right Storage. Also rechtes Lager. Das. Oh nee. Das reicht aber, Digga. Hallo? Brauche halt ein Foto. Ich möchte gerne mal ein Foto machen. Okay, warte mal. Wir müssen kurz analysieren. Es könnte jetzt noch Geisterbox sein, weil sie hat ja mit uns kommuniziert über dieses Ding. Okay, jetzt ist so, warte mal. Ich weiß jetzt gerade nicht. Wir haben jetzt hier die Dings aufgestellt, aber sie hätte gesagt, rechte Storage. Das hier ist die linke, nehme ich an. Oh nee, oh Gott. Oh nee, Digga. Och Mann, ey. Ja, ich würde aber trotzdem sagen, es ist ein Honi. Och Mann, so dämlich aber auch. Lol. Ich gehe. Och man, dieses Haus ist wirklich verflucht, Digga. Ah fuck, es war ein Yokai. Schon wieder einer der neuen. Okay, Knochenbeweis hat uns nur 5 Dollar gebracht, trotz dass ich auf Profi gespielt habe. Warte mal, können wir hier nicht auch, warte mal. Können wir hier nicht das Journal auch öffnen? Ach nee. Okay, schade. Leute, dann habe ich jetzt wieder alles verloren, was ich gekauft habe. Ganz geil. Ach Mensch. Ja, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Sonst wird der Yokai zu euch nach Hause kommen. Und glaubt mir, das wollt ihr nicht. Nein, Spaß. Auf jeden Fall, was ist mit dieser Folge Phasmophobia? Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.